Hallo Leute, willkommen zurück zu, nein, nicht zu OMSI, zu Bus Driver. Letztes Mal haben wir die Stufe 2 abgeschlossen, heute gehen wir weiter mit Stufe 3. Linie 55 in der Innenstadt, na, das klingt ja spannend. Wer ins Mayday Hospital muss, nimmt Linie 55. Ein Endpunkt Grove Park befindet sich in der Innenstadt, der andere, keine Ahnung, wie das ausspricht, im Industriegebiet. Tief hängende Wolken und die Abendsonne zaubern einen feuerroten Himmel. In diesem Licht sehen sogar Fabrikstote malerisch aus. I see. Na gut, gehen wir's an. Los geht die wilde Reise Richtung. Keine Ahnung wohin. Kann man sich merken. Das ist eine geile Kameraperspektive. Es ist so deppert, ich hasse es, wenn die Bremse gleichzeitig der Rückwärtsgang ist. Ja, ich stehe schon voll am Bodenblech. Schneller geht er nicht. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir diese Ampelphase schaffen. Ja, doch. Müssen wir auf jeden Fall nach links. Das sind Ampelphasen, das ist unglaublich. Guter Blinkeinsatz, yeah! Cool. Bonus! Das Bonusgeräusch höre ich gerne. Natürlich fahren wir auf die Buschspur, oder? Müssen wir hin rechts. Zu früh einschlagen. Eindeutig. Aber ich glaube, die Route liegt mir gerade ein bisschen besser als die letzte. Sprache und nur bei Rot über die Ampel. Nein, Spaß. Ich werde es versuchen, dass ich nicht bei Rot über Ampel fahre. Aber da steht ja gar nichts. Hat nur so ausgeschaut. Bitte einsteigen. Vorsicht an der Bahnsteig, gerade Zug fährt ab. Ich kann das gar nicht so gut haben. Karl Markovic, der das glaube ich gesagt hat. In Muttertag.
Kennt wahrscheinlich eh keiner von euch, weil es ist ein österreichischer Film. Ich glaube kaum, dass der in Deutschland so wirklich bekannt ist. Aber da steht der. In dem Film gibt es nämlich auch eine Szene, sage ich mal, wo ein Bus stehen bleibt, die Leute ein- und aussteigen lässt. Und man sieht ihn dann ins Bild kommen und wie er dann sagt, wie der Bus wegfährt, wo er sich dann der Bahnsteig an den zurücktreten bitte, Zug oder Zugfeder. Nur, dass es kein Zug ist, sondern ein Bus. Aber am Muttertag ist es so als Komödie, sage ich mal. Satire, Komödie, irgend sowas in der Art. Seid ihr für flach, wie gesagt? Wahnsinn, biegt einfach ab vor mir. Wenn ich jetzt mit 50 ankomme, wäre ich etwas nicht mehr da bremst. Weil ich jetzt wirklich das Wort mit. Sorry, Entschuldigung, wollte ich nicht. Mal rausgerutscht. Ach, wie die abbogen sind. Abartig. Kilometer bis zum Ziel. Gut, ich muss da rüber, das heißt, ich muss da wieder rein. Nicht so schnell, weil sonst biegt er nicht ab. So, hier bleiben. Bitte alle aussteigen, wir haben unser Ziel erreicht. Auf Wiedersehen. Aber die war jetzt deutlich kürzer als die letzte. Keine Strafen fürs Fahren? Ja, geil. Habe ich glaube ich auch noch nicht geschafft. So, Stufe 3, Fahrt Nummer 2. Schulbus mal wieder. Eastern High School. Viele Teenager aus den Sunshine Suburbs besuchen die Eastern High School. Sammeln sie sie im Viertel auf und bringen sie sie sicher über kurvenreiche Straßen zur Schule. Ja, verlassen Sie eine Haltestelle erst in zu der im Fahrplan genannten Zeit. Na gut, gehen wir's an. Vielleicht gelingt es uns in der Folge auch wieder. Dass wir halbwegs normal fahren. So, weiter geht's. Noch 5 Haltestellen. Wie wir gesehen haben, ist diese ganze Fahrt ziemlich kurvenreich. Komm schon, schalt um. Die grüne Welle. Ich kenne ein Lied, das heißt nicht grüne Welle, sondern die perfekte Welle. Von der Christel. Der Österreicherin. Das ist zwar nicht unbedingt meine Musikrichtung, aber ganz okay, sag ich mal.
Der schaukelt aber anscheinend, der Bus. Schaukelpferd oder Bus? You name it. Nein, nicht drüber. Da steht noch ein Penner. Der Schüler ist sicher sehr, sehr grantig, wenn ich ihn da stehen lasse. Weil er dann nicht in die Schule kommt und nicht in die Schule muss. Hat er sicher ein immenses Problem damit, wenn ich zu früh die Tür suche. Was denn? Macht's euch nicht ins Hemd. So, wir mischen. Grad weiter, okay. Gut, aber halt. Na, bravo. Strafe nicht in der Spur, ist mal lieber als Strafe für Unfall. Dreistigkeit zahlt sich wohl aus. Auch im Spiel. Ja, sonst wären wir da jetzt, glaube ich, drei Ampelphasen gestanden. Und das war ja schon ein bisschen lang und wie ist die Werbezeit? Oh, nächste Haltestelle, die Endhaltestelle, I see. Und die ist in über einer Meile. Aber wir haben auch 4 Minuten, um dorthin zu kommen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Noch immer über eine Meile. So, jetzt wird es einsprüht. Auch geil. Hoho. Liebes Navi, ich mag dich. Ja, liebe Map. Aber seht ihr, Passagiere sind wieder glücklich. Keine Ahnung, was ihnen der Fahrer bezahlt hat. Hauptsache, sie sind glücklich. Wir wollen ja auch nur Milch von glücklichen Kühen. Und Eier von glücklichen Hühnern. Also wollen wir auch glückliche Fahrgäste. Seht's, und das ist wieder so eine Stelle, die möchte ich mal weder mit Tastatur noch mit Maus verstehen. Zum Fahren. Deswegen fahre ich auch mit Lenkrad. Ja, weil es ist ja die Noob-Steuerung, wie manche sagen würden. Ja, wenn wir so weiterfahren, kommen wir nicht in 2 Minuten daran. Schön Abstand halten. Dass man reagieren kann, falls der vor mir bremst.
Sind wir wieder drei? Geht doch. Das ist jetzt typischer, hey, wir stehen drei Stunden an der Ampel, interessiert mich nicht. Weil dann kann ich meinen Fahrplan komplett vergessen. Die Schüler kommen zu spät in die Schule. Das kann ich nicht verantworten, Leute. Also kommen eh spät, weil in 45 Sekunden schaffe ich das nie. Die Ampel wird sicher auf Rot umschalten. Ich hasse das. Hat er schon mal gesagt, wenn Bremse und Gas, wenn das Bremspedal gleichzeitig das Rückwärtsgang ist, dass ich das hasse. Das war schon ein bisschen knapp gerade. So, liebe Schüler, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schauen wir mal, was die Bewertung sagt. 70% pünktlich bei ist. Zwei Strafen? Nein. Kann man lassen. Gut, zwei Fahrten in Stufe 3 hätten wir erledigt. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.